herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Take on Mars Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut Fibler Games for You und ich habe beschlossen, wir machen heute mal ein Szenario. Und zwar das E3-Szenario Victoria Krater. Einfach mal, um vielleicht auch ein bisschen Einblick so in das Spiel zu bekommen, was es uns später noch bietet. Hab nämlich die Hoffnung, dass die Rover ein bisschen fortgeschrittener sind. Press the Any Key, das werden wir jetzt auch machen. Hab mittlerweile herausgefunden, dass man auch eine Außenansicht wählen kann. Sache ist die, das sieht zwar hübsch aus, aber ich kann trotzdem nicht rausfinden, also so wirklich sehen ist hier irgendwie nicht. Es ist sehr dunkel. Wir gucken, was unsere Mission ist erstmal. Gibt keine Mission. Navigation, gibt's nichts. Oh, what the fuck ist da? Moment. Was passiert denn da? Was ist das? Leute, was landet denn da gerade? Aber man lieber so, dass die Übersicht ein bisschen besser. Ich guck jetzt mal an, was da gelandet ist. Lauter Steine. Victoria Rim haben wir erledigt. Auch drin. Sieht eher, was da genannt ist. Oh. Warum ist das so dunkel, hä? Sieht hier aber auch gar nichts. Leute, ich glaube, wir sind irgendwie nicht geblieben. Leute, Eisenbahn. Ist ja gar nicht. Ist da jetzt das Rad kaputt oder was geht hier ab? Moment. Können wir ein bisschen ranzoomen? Ich glaube nämlich, da ist ein Rad kaputt gegangen. Fährt der jetzt nur noch nach rechts oder was? Okay, er scheint wieder. Oh, jetzt haben wir noch was kaputt gemacht. Wir wechseln mal auf die Kamera. Machen hier Moment, mal das Licht an. Ich denke, das ist zum Fahren ein bisschen angenehmer. Hat das hier auch Auswirkungen? Tatsache, super. Und wir haben den Rad verloren. Ja, lecker. Seht ihr es? Scheiße. Dann haben wir was kaputt gemacht. So, komm, fahr schon. Irgendwie fahren wir komisch. Okay. Das mit der zusammen. Das ist ja komisch. Hier ein bisschen drehen, geht das? Der arme kleiner Kerl, ey. Da ist doch das, was ich sehen wollte. So. Haben wir das ausfindig gemacht? Fahren wir da mal hin. Auf. Scheint ein neuer Marsrover oder sowas gelandet zu sein. Vielleicht von den Russen. Oder von Gott weiß wem. Warum fährst du denn so blöd? Kollege. Fahr schon. Vielleicht eine andere Kamera anmachen.
ja die freie Auswahl. Okay, das ist alles uninteressant. Das hier sind wohl Steine. Ah, auch mehr, noch mehr Steine. Wenn ich hier dran vorbeikomme vielleicht, sind wir komplett ausgefahren. Na, wir wollen schon nach vorne fahren. Komm schon, gib Stopp, du Depp. Doch gar nicht. Na komm. Alles so wie den blöden Reifen. 100%ig. Ach, guck mal, seht ihr die Spur dort unten? Die haben wir hinterlassen. Unsere Marschspuren. Und irgendwie kommen wir hier nicht weg. Jetzt aber gleich. Guck mal, den mal kaputt zu fahren. Wieder mit dir. Robot Wars auf dem Mars. Der hat viel coolere Räder als wir. Der ist so frech. Ah, das wird doch was. Da bin ich das für den kaputt bekommen. Doch, wir haben ein Stückchen kaputt. So, was anderes. Normalerweise müssten wir doch auch Arme und sowas steuern können. Ah, perfekt. Okay, das ist schon mal cool. Jetzt können wir den so ausfahren oder was? Nicht weiter ausfahren. Mal gucken, geht das jetzt auch mit damit? Ne, das ist nur noch die Fahrsteuerung. Vielleicht können wir da drauf rumschlagen. Okay, und damit? Was machen wir damit? Damit können wir wieder reinfahren, ne? Ja, das wollen wir aber nicht. Ah, das sieht doch gut aus. Jetzt fährt er so ein bisschen raus. Ne, damit fährt er jetzt rein. Na, das kriegen wir doch hin, oder? Ich will noch eine zweite Solarpanel kaputt machen. Wer auch immer da noch forschen will, nicht mit mir. Wir halten uns dann wieder so rum. Oh, Leute, ich glaube. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück näher dran. Oder wisst ihr was? Wir machen einfach mal hier den das Rad kaputt oder sowas. Irgendwie müssen wir es ja beeinflussen können. Andererseits ist es eigentlich auch ganz gutes Training. Wir schubsen auf jeden Fall schon mal dran rum. Mann. Wir wollen selber vielleicht hochgeben. Ich glaube, das geht. Moment, wir gucken uns mal von außen an. Das ist hier gar nichts. Sieht ein bisschen aus wie eine wild gewordene Wespe. Aber wir heben uns an, oh. Egal. Wir brauchen das Ding, was abgefallen ist, nicht. Er macht nur nichts mehr. Fahren wir mal ein Stück zurück, geht das? Ah! Die andere Richtung? Nein! Nein, Kollege, ich will. Das kann doch nicht sein. Ich will das in die
Da dreht das nur noch in eine Richtung, der Kollege. Du willst doch gar nicht. Okay, dann versuchen wir es mal so. So, dass wir mit beiden Rädern hier hoch sind. So, und jetzt versuchen wir mal hier hochzufahren. Okay. Hoch, Kollege. Kleinen Roboter, den fahren wir kaputt. Jawohl. Hat ein bisschen was von Monster Trucks. Selbst auf dem Mars kann man den einen oder anderen Schabernack betreiben. Ich denke, das ist insgesamt auch mal eine nette Abwechslung. Nein! Ich glaube, so fühlt sich auch der ein oder andere Käfer. Lustig ist, dass die ganzen Kameras jetzt ausgefallen sind, ey. Okay. Wir haben nur noch die Hazard-Kameras. Robotikarm auch kaputt. Was haben wir hier noch? Six-Wheel Drive Robotikarm. Leute. Mal von außen gucken, vielleicht können wir da noch irgendwas rumfummeln. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ah, er bewegt sich noch, okay. Aber so bewegt er sich nicht mehr, oder? Oder doch? Oder doch? Sieht ein bisschen aus, als würden wir uns bewegen. Wir drücken mal einfach nach unten. Jetzt rutschen wir hier weg. Vielleicht können wir irgendwie uns wieder richtig hinrutschen. Ein bisschen noch zur Seite eventuell, damit wir uns da abstoßen können. Vielleicht auch mit ein bisschen rumgefahren oder so. Das gibt's doch gar nicht. So, was sagt die Hinderniskamera? Ich würde behaupten, Folgendes, wir sind im Eimer. Ist jetzt mein fachmännlicher, Schluss, auf den ich jetzt gekommen bin, letztendlich. Wir haben versucht. Was habe ich jetzt gedrückt? Ah, kann man Hut ausblenden. Okay. Ich würde sagen, das sind gute Bilder zum Schluss. Wir haben versucht, den gegnerischen Hover auszuschalten. Haben uns dabei auf den Rücken gelegt. Warum auch immer. Haben herausgefunden, dass wir einen Roboterarm benutzen können. In der nächsten Folge werden wir uns wieder ernsthaft dem Thema widmen. Einfach nur mal ein bisschen, um anzugucken, wie es später aussehen wird, ob man vielleicht auch mal ein bisschen mehr sehen kann. Und ich denke, ja, man kann tatsächlich im späteren Spielverlauf noch viel mehr vom Spiel sehen, was natürlich eine gute Sache ist. Man hat Arme, mit denen man arbeiten kann und so weiter und so fort. Ist vielversprechend auf jeden Fall. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.